no happy end in a film that never stops. Satisfying scenes are flashed away by raindrops. We're on the pay for the road that we play, and some are trying to turn the star red. They wait, we don't know the director, can't see the cameras. We just know we gotta play. Cantankerous, wow, so damn cantankerous. Oh yeah, I can't. What if people play like they are supposed to? Why are you acting so surprised? So, wir legen los. Hallo Siegburg. Ich begrüße zunächst mal natürlich unsere Versammlungsteilnehmer recht herzlich und begrüße auch die Gegendemonstranten sehr herzlich. Was wäre diese heutige Demo ohne Sie? Von daher allen herzlich willkommen und ich hoffe, wir haben einen sehr schönen Abend miteinander und wir wollen ja friedlich miteinander umgehen, deswegen steige ich ein, auch natürlich auf Hinweis der Polizei mit einigen organisatorischen Hinweisen. Die muss ich jetzt leider verlesen, damit wir alle wissen, welche Spielregeln gelten. Nur für uns natürlich. Ja, klar. Also, in der Versammlung nicht erwünscht sind Abzeichen, Symbole, Fahnen, Transparente oder ähnliches mit radikalem, sowohl links- als auch rechtsradikalem Inhalt. Provozierende, beleidigende Sprüche, natürlich alles, was rechtlich verboten ist. Wollen wir hier nicht sehen. Wir haben eine AfD-Demonstration. Wir haben es gerne, mit einer AfD-Fahne uns zu zeigen, AfD-Transparente zu zeigen. Das ist alles natürlich gerne erlaubt. Auch die Stauffenberg-Fahne ist erlaubt. Das ist eine Freiheitsfahne. Alle anderen Symbole, alle anderen Fahnen bitte jetzt entfernen. Ansonsten werden sie entfernt. Die deutsche Fahne haben wir natürlich hier en masse. Das ist auch sehr schön. Die ist natürlich sehr gerne gesehen, bei uns absolut erwünscht. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass wir bitte keine Verschmutzungen hinterlassen, weil wir sonst hier den ganzen Platz persönlich selber fegen müssen. Also ich bitte euch, darauf zu achten. Die Ordner, die eingewiesen sind, werden vor allen Dingen nachher beim Umzug deeskalierend wirken, falls es Situationen geben sollte. Natürlich nicht von uns, weil wir sind die Friedlichen. Die Aggressiven sind eher auf dieser Seite. Wir sind die Friedlichen, die Guten. Und wir möchten heute Abend einen schönen Abend miteinander verbringen, einen schönen Umzug nachher gestalten. Und deswegen bitte bleibt friedlich. Die Ordner sind gekennzeichnet mit diesen entsprechenden Westen und haben eine Ordnerbinde. Falls euch also irgendjemand auffällt, der sich nicht an die Regeln hält, weist die Ordner darauf hin, die werden dann entsprechend auf diese störenden Personen zugehen und alles andere ist Sache der Polizei. Jetzt muss ich nochmal schauen, ob ich irgendwas Wichtiges vergessen habe, nicht, dass man mir das dann irgendwie nachteilig auslegt. Ich glaube, ich habe die wesentlichen Sachen genannt. Ja, dann legen wir los. Liebe Bürgerinnen und Bürger aus Siegburg, und aus dem gesamten Rhein-Sieg-Kreis, liebe Rheinländer, deutsche, ausländische Freunde, das möchte ich betonen, liebe Patrioten. Ich möchte als Sprecher der AfD des Kreisverbandes Rhein-Sieg alle Teilnehmer unserer heutigen Kundgebung herzlich begrüßen und freue mich sehr, dass wir uns hier in Siegburg auf dem schönen historischen Marktplatz versammelt haben. Wir haben es eben mal so durchgezählt, also wir sollten so knapp 400 Teilnehmer sein, was für den ersten Versuch schon ganz gut ist. Wir haben es im Rheinland ja ein bisschen schwer, deswegen da sind wir schon ganz froh, dass wir knapp 400 Leute hier mobilisieren konnten. Wir möchten heute gemeinsam und friedlich ein klares Zeichen setzen. Gegen die aktuelle Politik der Einheitsparteien, gegen das desaströse Asylchaos in unserem Land,
für die Sicherheit unserer Bürger, insbesondere auch für die Sicherheit aller in Deutschland lebenden Frauen. Und ich freue mich, dass hier sehr viele junge Frauen da sind, die sicherlich nicht umsonst hier sind. Herzlich willkommen, insbesondere den Frauen. Und für die Zukunft unserer Kinder und unseres deutschen Vaterlandes. Es ist mir eine außerordentliche Freude, dass neben den Aktiven aus dem Rhein-Sieg-Kreis, und ich möchte mich an dieser Stelle wirklich bei allen fleißigen Helfern bedanken, die hier bei der Demonstration oder bei unserer Kundgebung, ich nenne es ja lieber Kundgebung, mitgeholfen haben, vor allem ehrenamtlich mitgeholfen haben. Anders als die bezahlten Kräfte da oben sind es bei uns alles Freiwillige. Die machen das aus Herzblut, aus Überzeugung. Und da mal einen herzlichen Dank an diese Leute. Durch diesen Einsatz wird bei uns auch vieles erst möglich, das muss man einfach mal sagen. Ich freue mich auch, dass der mit uns befreundete Stadtverband Bonn, Herr Dr. Fischer wird gleich als Redner auftreten, heute bei uns ist. Herzlich willkommen alle, die aus Bonn sind. Und da bedanke ich mich auch gerade bei den Bonnern, dass die uns auch so tatkräftig unterstützt haben. Auch das zeigt, wie wir gemeinsam eine gute Sache hinbekommen, und das wünsche ich mir eigentlich im gesamten Landesverband Nordrhein-Westfalen. Ebenso sind Leute da aus Köln, aus Düsseldorf, aus Aachen, aus Dortmund, aus Gütersloh, aus Paderborn, sprich aus ganz NRW sind heute Leute zusammengekommen, um hier ein Zeichen zu setzen. Ein besonderer Euskirchen habe ich vergessen, Entschuldigung, Euskirchen natürlich auch. Aber wenn ich jetzt alles aufzählen würde, dann würde ich wahrscheinlich wieder fertig werden. Königswinter, Großstadt Königswinter. Ein besonderer Dank gilt dem Team aus Ostwestfalen, unserem Demo-Team, die hier diese zauberhafte Bühne bereitet haben, die mit mir im Vorfeld super zusammengearbeitet haben. Und auch da muss ich sagen, das ist AfD, das ist gemeinsam. So stelle ich mir das vor und so sollte es eine gesamte Partei laufen. Herzlichen Dank an alle. Es sind zudem viele Parteifreunde auch aus Hessen, aus Rheinland-Pfalz gekommen. Die Christine Andersen wird nach unserem kleinen Rundgang zu euch sprechen. Aus Niedersachsen habe ich jemanden gesehen, aus Rheinland-Pfalz, habe ich glaube schon gesagt, die eine große und weite Anreise mit Zeitaufwand auf sich genommen haben, um hier heute zu erscheinen. Den weitesten Weg hat wahrscheinlich unser Parteifreund André Bockenburg hinter sich, denke ich mal, gute 4 Stunden auf der Autobahn. Der momentan in einem sehr intensiven und, wie ich so höre, sehr erfolgreichen Wahlkampf steckt, auf den wir uns schon im Endergebnis am 13.03. richtig freuen. Ich werde auch mit einem Team, das ist vorbereitet, Sachsen-Anhalt unterstützen, das habe ich dir schon gesagt. Und da müssen wir dafür sorgen, dass wir wirklich hier ein Novum in der deutschen Parteiengeschichte hinbekommen, dass wir die AfD so stark machen, dass die Altparteien wirklich Probleme bekommen. Herzlich willkommen, André Bockenburg. Es war nicht allen Teilnehmern möglich, offensichtlich zur Versammlung zu kommen. Das möchte ich jetzt keinem vorwerfen, aber es ist natürlich so, dass Leute, die eine Absperrung sehen, zunächst mal ausgesperrt werden, vom reinen Gefühl her. Und ich habe im Vorfeld, und das hat mich eigentlich auch sehr bewegt, sehr viele E-Mails bekommen, sehr viele Nachrichten bekommen auf unsere Veranstaltung. Und zunächst mal muss ich sagen, alle, die hier heute da sind, haben Mut bewiesen. Mut, dass sie ihr Gesicht zeigen, Mut, dass sie sich hier zur AfD bekennen und Mut dazu, mal aus dem Sofa aufzustehen und wirklich zu sagen, das, was wir heute erleben, das reicht mir, es ist Schluss, es ist genug, ich muss dann Zeichen setzen. Und für diesen Mut habt ihr meine vollste Anerkennung. Warum spreche ich das an? Ist das nicht selbstverständlich, dass wir einfach als Demokraten mutig sind und uns zu unserer Meinung bekennen, uns äußern, frei äußern, ohne befürchten zu müssen, dass wir Sanktionen in irgendeiner Art und Weise befürchten müssen? Nein, es ist nicht selbstverständlich. Ich habe im Vorfeld viele Nachrichten bekommen zu dieser Veranstaltung, über unsere Facebook-Seite oder auch per E-Mail. Und ich war, gelinde gesagt, erschrocken, was da für Nachrichten kamen. Da kamen also wirklich Nachrichten,
Ich kann nicht kommen, weil mein Chef, wenn der mich sieht, dann fliege ich raus. Ich kann es mir nicht erlauben, dass mein Nachbar mich sieht. So und so ähnlich waren die Aussagen. Und ich muss sagen, das hat mich sehr betroffen gemacht und sehr bedenklich gemacht. Und umso wichtiger ist es, dass ihr heute da seid, dass ihr uns unterstützt und dass ihr vielleicht auch ein Zeichen für die Menschen setzt, die momentan den Mut noch nicht haben. Und deswegen ganz einfach herzlichen Glückwunsch für euren Mut. Und das gibt auch anderen vielleicht den Impuls, künftig zu uns zu stoßen. Das wäre nett, weil das ist ja nicht umsonst hier. Ne? Können wir bitte? Das geht um uns. Ja. So, wir wollen friedlich und ruhig miteinander umgehen. Und wie gesagt, ich bitte alle Teilnehmer, das auch entsprechend zu berücksichtigen. Viele Leute sehen viele Probleme im Land und haben keinen Mut, sich dazu zu äußern. Da frage ich mich, wo leben wir eigentlich? Leben wir noch in einer Demokratie, in der man frei seine Meinung äußern darf? Und wer betreibt denn diesen Gesinnungsterror und die Meinungsdiktatur in unserem Land? Das sind die links-rot-grünen Altparteien mit einer CDU, unserer Bundeskanzlerin Frau Merkel, die schon lange nicht mehr dafür steht, wofür sie einst angetreten ist, für Demokratie und Meinungsfreiheit und für die Interessen unseres Volkes und unseres deutschen Vaterlandes. Es ist daher besonders bemerkenswert, dass sich zu unserem heutigen Aufruf zur Kundgebung auch zahlreiche andere Gruppen angeschlossen haben. Allerdings in Form von diversen Gegenveranstaltungen. Diese Gruppen wie die sogenannten Jusos, die Linken oder die Grünen scheinen ganz offensichtlich gegen unser Motto, also die Sicherheit unserer in Deutschland lebenden Frauen und die Zukunft unserer Kinder, Flagge zeigen zu wollen. Hören wir uns mal ganz kurz ihre Argumente an. Ich habe nichts gehört. Offensichtlich haben sie keine. Ich denke, das spricht für sich. Diese Gruppen werden uns aber nicht daran hindern, dass die Alternative für Deutschland sich auf die Seite besorgter Bürger stellt, sich gegen die politischen und sozialen Verwüstungen und den damit in Verbindung stehenden Meinungs- und Gesinnungsterror der Altparteien stellt und sich einsetzt für eine Alternative, für eine bessere Politik in Deutschland. Wie in den Medien zu lesen war, gehört heute auch ein gewisser Volker Beck von den Grünen. Ich denke, der eine oder andere kennt ihn. Zu den Gegendemonstranten auf der anderen Seite des Marktplatzes. Herr Beck ist ein besonders eifriger Verfechter der sogenannten Willkommenskultur, die auch Frau Merkel im Zusammenhang mit der Asylkrise in ihr politisches Handeln übernommen hat. Wir fühlen uns geehrt über die Aufmerksamkeit von Herrn Beck, begrüßen ihn auch, obwohl wir ihn jetzt nicht sehen können, und wünschen ihm auch einen schönen Abend. Aber er ist einer der Repräsentanten der Altparteien, die dieses derzeitig herrschende Asylchaos in unserem Land und die vielen Rechtsbrüche zu verantworten haben. Deswegen sage ich, beenden Sie endlich diese Rechtsbrüche in unserem Land. Hören Sie auf, den Bürgern ihre idealisierte Sozialromantik und die naive Willkommenskultur als etwas Positives zu verkaufen. Die Alternative für Deutschland fordert von Ihnen die Rückkehr zum Rechtsstaat, die Gewährleistung der inneren Sicherheit, deswegen sind wir heute da, und den Schutz unserer Bürger. Handeln Sie endlich! Merkel muss weg! Merkel muss weg! Der Jahreswechsel in das Jahr 2016, und das hören wir bei vielen Veranstaltungen, bei Stammtischen, das hören wir überall. Und die mittlerweile berüchtigte Silvesternacht in Köln am Hauptbahnhof mit mittlerweile weit über 1000 angezeigten Straftaten gegen junge Frauen und gegen Mädchen, zum Teil Kinder. Darunter sehr viele Sexualdelikte, wie wir alle wissen. Aber auch die schockierenden Ereignisse in Hamburg, Karlsruhe, Bielefeld und vielen anderen deutschen Städten zum Jahreswechsel 2016 haben uns eins deutlich vor Augen geführt. Die innere Sicherheit unseres Landes ist massiv in Gefahr. Die Sicherheit und Unversehrtheit der Bürgerinnen und Bürger ist in Gefahr. Und unsere Frauen und Kinder sind in Gefahr. Und das lassen wir uns nicht gefallen.
Das lässt sich auch nicht durch die Veranstaltungen von bunten Festen, wie wir es da oben sehen, Samba-Tänzerinnen und so weiter, wegdiskutieren. Das ist einfach eine Tatsache. Oder auch durch diese ominöse Willkommenskultur kaschieren. Das Politikversagen der Regierung Merkel und das Versagen der Altparteien bringt unser Volk und unser Land in Gefahr. Und damit wollen wir Schluss machen. Ich möchte einige Punkte, die ich mir nicht notiert habe, die muss ich jetzt frei vortragen, ich hoffe, es gelingt mir, aus dem Kreis berichten. Wir haben im Kreis, und ich bin als sachkundiger Bürger hier im Kreis Rhein-Sieg aktiv, wir haben im Kreis enorme Probleme, insbesondere der sogenannten unbegleiteten Jugendlichen. Wir haben derzeit ca. 90 im Kreis. Wenn man sich überlegt, jeder Jugendliche löst ca. 60.000 Euro im Jahr an Kosten aus. Und die Jugendlichen sind sehr aggressiv, gewalttätig teilweise, wie wir hören von der Polizei. Dann mache ich mir schon Sorgen, wie wir mit der Asylkrise mit diesen Jugendlichen umgehen sollen. Es stimmt mich aber froh, dass es Signale gibt. Wir haben in Eitorf einen Bürgermeister von der FDP, der hat sich gerade gestern aktuell genau zu diesem Thema geäußert. Und er hat an sich genau die AfD-Position vertreten. Und es ist ganz interessant, reflexartig tauchen aus den Büschen die üblichen Verdächtigen der SPD, der Grünen und auch der CDU auf und grenzen diesen Mann aus. Das heißt also, in dem Moment, wo jemand wirklich mal klare Kante zeigt, die Probleme anspricht, wird er genauso diskreditiert und diffamiert wie wir von der AfD. Und das zeigt eigentlich, der Reflex, den diese Gruppen auslösen, ist eigentlich genau der richtige, weil wir sind auf dem richtigen Weg. Wir werden genau diese Probleme adressieren und angehen und wir werden verhindern, dass wir uns unser Land nehmen lassen. Das wird nicht passieren. Liebe Siegburger, liebe Bonner, denn da komme ich her, von der AfD, liebe Mitbürger, wir leiden in Bonn, wir leiden im Rhein-Sieg-Kreis, und in ganz Deutschland unter einer massenhaften, illegalen Immigration. Niemand verwehrt Flüchtlingen das Asyl. Der Artikel des Grundgesetzes 16a ist ein heiliger Artikel, der hoffentlich immer fortwirkt. Asyl, politisches Asyl, darf man und muss man in Deutschland bekommen. Das ist eine Ehrenpflicht. Aber wir wissen, und unsere Behörden, die ja im Prinzip ordentlich arbeiten, zumindest arbeiten wollen, dass nur etwa 1% derer, die hierher kommen, einen Asylanspruch haben. Alle anderen kommen illegal und aufgrund von Einladungen, die Frau Merkel ausgesprochen hat. Von mehr als 1 Million Einreisenden sind dann bestenfalls 10.000 asylberechtigt. Und in diesem Jahr sind schon über 100.000 erneut gekommen, solche, die keinen Asylgrund haben. Und alle diese, die hierher kommen, sind mehrheitlich nach unseren deutschen Gesetzen ausreisepflichtig. Wer hat denn diese Menschen alle eingeladen? Frau Merkel! Merkel muss weg! 20-30% derer, die hierher kommen, nur etwa 20-30% sind Syrer. Weitere 10% etwa Iraker. Man kann die vielleicht noch als Flüchtlinge bezeichnen, obwohl sie aus sicheren Ländern kommen. Denn alle, die hierher gekommen sind, aus Syrien und aus Irak,
die waren schon monatelang in einem sicheren Land. Die waren in Jordanien, die waren im Libanon, die waren in der Türkei und haben da zum Teil schon Monate sicher gelebt. Dann sind sie allerdings mit der Einladung von Frau Merkel nach hier gekommen. Und dafür habe ich auch Verständnis, dass wenn einer hierher kommt und eingeladen wird, dass er dann auch hierher kommt. Man kann eigentlich diejenigen, die hierher kommen, nicht beschuldigen deswegen. Wenn sie eingeladen werden in unser Land, ja, wer würde denn das nicht tun? Aber diejenigen, die unsere Grenzen stürmen und verletzen, kommen mehrheitlich aus armen Ländern. Sie folgen der Einladung von Frau Merkel, weil sie hier ein besseres Leben erwarten. Und die kommen aus Afghanistan, aus Äthiopien, aus Eritrea, aus Marokko, aus Algerien, dem Tschad, Mali, Nigeria, Senegal und aus vielen anderen Ländern. Fast alle diese Migranten sind Muslime. Aber der Islam gehört nicht zu Deutschland. Prozent der Migranten sind Analphabeten. Die werden von Frau Merkel als die dringend benötigten Fachkräfte angepriesen. Die Kriminalitätsrate unter den Migranten ist überdurchschnittlich hoch. Trotz aller befohlener Verschweigungstaktik der Behörden und der Presse weiß nun inzwischen jedermann und insbesondere jede Frau weiß es, dass uns Frau Merkel hier auch eine Minderheit von Betrügern, Dieben, Räubern und Vergewaltigern und Terroristen hier ins Land geschafft hat. Ja. Diese Minderheit von Migranten muss sofort abgeschoben werden. Wer in Deutschland kriminell wird, darf hier nicht länger bleiben. Er muss weg. Abschieben! 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 Wir verkennen selbstverständlich nicht, dass die Mehrheit der Migranten nicht straffällig ist. Und wir haben aus persönlichen Gründen auch selbst, kann man hier sagen, Verständnis dafür, dass sie hier sind, weil sie ja nur der Einladung von Frau Merkel gefolgt sind. Hand aufs Herz! Wenn wir selber analphabetische, arbeitslose, perspektivlose Menschen in einem afrikanischen Land wären und dann bekämen wir die Einladung von Frau Merkel, natürlich würden wir sofort nach Deutschland marschieren. Selbstverständlich würden wir das machen. Wenn wir aber Verständnis haben, dass die Leute der Einladung von Frau Merkel folgen, dann wissen wir aber andererseits, dass wir Deutschen sie hier nicht auf Dauer haben möchten. Und sie müssten ihren Heimatländern zurückgeführt werden. Das kann für solche aus Syrien und Irak noch etwas länger dauern. Aber auch dort wird irgendwann wieder ein lebenswertes Leben möglich sein. Es ist ausgeschlossen, dass wir die Einwanderer in unsere Sozialsysteme einbeziehen. Frau Merkel, Hände weg von unserer Krankenversicherung, der Arbeitslosenversicherung, der Pflegeversicherung und der Altersversicherung. Frau Merkel, Sie
lassen ihre Hände von unserer Lebensleistung und von unseren Ersparnissen. Wir sind nicht bereit, das zu schaffen. Wir wissen, dass 60% der Migranten Analphabeten sind und auch nicht ausbildungsfähig. Sie werden die deutsche Sprache nicht lernen können. Und sie sind, und das ist auch eine Pflicht diesen Menschen gegenüber, dass sie zurückgeführt werden, denn sie können nur in ihrer Heimat mit ihrer eigenen Kultur und Religion zufriedenstellend leben. Prozent aller Migranten werden sogar von unseren Behörden als ausreisepflichtlich endlich eingestuft. Wann beginnen wir denn endlich, unsere eigenen Gesetze durchzuführen? Im Interesse unseres Vaterlandes muss die illegale Immigration sofort gestoppt werden. Die deutschen Grenzen müssen für diese Art von Einwanderung geschlossen werden. Machen wir es doch so wie alle vernünftigen anderen Länder in Europa. Ja, für Asyl. Für wirklich Verfolgte. Nein zu dem massenhaften Missbrauch und Rechtsbruch. Merkel muss weg! Ja, vielen Dank, lieber Gerhard, für deine tolle Rede. Ich darf den Christian Blex begrüßen. Der Christian Blex ist Kreissprecher des Kreisverbands Warendorf. Mit ihm habe ich schon einige Demonstrationen erlebt. Ich freue mich, dass er heute da ist, und ich freue mich auf deinen Vortrag, Christian. Ja, liebe Siegburger, liebe Deutsche, liebe ausländische Freunde, liebe Patrioten. Ich freue mich, dass wir uns zusammengefunden haben, um gemeinsam ein Zeichen zu setzen für die Zukunft unserer Kinder, nehmen wir mal die Hand, die Sicherheit unserer Familien und den Erhalt unserer Heimat. Bevor ich anfange mit meiner Rede, möchte ich eins noch kurz klarstellen. Wir sollten nicht von Migranten reden. Meine Frau ist Ausländerin, ich bin mit einer Ausländerin verheiratet, und ich hoffe, sie migriert nicht, denn sie ist eingewandert, und ich hoffe, sie bleibt dann auch hier. Also es gibt Ausländer und keine Migranten. Es gibt überhaupt, wenn, dann Immigranten und Emigranten. Es gibt, wir reden ja auch nicht über Flüchtlinge, denn Flüchtlinge, das war mein Vater. Der ist nämlich vor der Roten Armee geflüchtet. So, wir haben es hier also nicht mit Flüchtlingen zu tun, sondern mit Asylbewerbern. Okay, meine Freunde, schon seit meiner Jugend war ich konservativ. Schon seit meiner Jugend war ich Patriot. Und als Konservativer hätte ich es mir noch vor einem halben Jahr nicht vorstellen können, eine Demonstration zu besuchen. Warum organisiere ich nun mit meinen Parteifreunden aus Ostwestfalen AfD-Demonstrationen? Warum stehe ich heute vor euch hier als Redner? Warum seid ihr hier zusammengekommen? Weil die Zeiten schlicht nicht mehr normal sind. Wie Herr Professor Glies treffend sagte, erscheint Deutschland mittlerweile im Ausland als ein Hippie-Staat, der nur von Gefühlen geleitet wird. Es erscheint ihm, als hätten die Deutschen ihr Hirn verloren. Ich kann ihn beruhigen. Seine Aussage mag er auf Frau Dr. Merkel und ihre Hilfe in unsere Regierung beziehen. Sie trifft sicher nicht auf die vielfach noch schweigende Mehrheit unseres Volkes zu. Folgendes Zitat des tschechischen Ministerpräsidenten Miloš Zeman möchte ich jedoch nicht so einfach widersprechen. Zitat: Falls Sie in einem Land leben, indem sie für das Fischen ohne Angelschein bestraft werden, jedoch nicht für den illegalen Grenzübertritt ohne gültigen Reisepass, dann haben sie das volle Recht zu sagen, dieses Land wird von Idioten regiert. Zitat Ende.
Und genau deshalb stehen wir heute hier. Weil wir den noch zögernden und schweigenden Bürgern, gerade hier in Westdeutschland und gerade auch hier im Rheinland, ein Zeichen geben müssen. Ein Zeichen, dass sie keine Angst zu haben brauchen. Ein Zeichen, dass sie auf die Straße gehen können. Traut euch, euren Unmut gegen die Zustände in unserem Land offen und demokratisch zu artikulieren. Noch haben wir das Recht dazu. Zeigen wir den Regierenden, dass sie uns zu dienen haben und nicht wir ihnen. Zeigen wir ihnen, dass wir der Souverän sind. Denn wir sind immerhin das Volk. So, ich komme noch aus Ostwestfalen, die sind ja eher etwas stiller, aber die Rheinländer, die sind eigentlich ganz sprachgewandt, ja, ganz sprachkräftig. Wir leben in einer Zeit, in der die Politiker der Altparteien unverblümt gegen unser Grundgesetz agieren. Als Vertreter einer Rechtsstaatspartei möchte ich deshalb am Anfang kurz auf die Rechtslage eingehen. In Artikel 16a, das wurde eben schon angesprochen, unseres Grundgesetzes heißt es, wie häufig zitiert, Absatz 1. Politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Wichtig ist jedoch der praktisch nie zitierte Absatz 2, der klar und deutlich lautet, Absatz 2, auf Absatz 1 kann sich nicht berufen, wer aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft oder aus einem anderen Drittstaat einreist, in dem die Anwendung des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und der Konventionen zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten sichergestellt ist. Entsprechend heißt es auf der Seite des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge hierzu, wenn ein Ausländer bereits einen anderen Staat erreicht hat, in dem er gleichfalls Schutz nach der Genfer Flüchtlingskonvention erhalten kann, ist ihm die Einreise in die Bundesrepublik Deutschland bereits an der Grenze zu verweigern. Denn wer aus einem sicheren Drittstaat einreist, kann sich nicht mehr auf das Grundrecht auf Asyl berufen. Asylverfahrensgesetz § 26a. Nun, Deutschland ist von sicheren Drittstaaten umgeben. Die Rechtslage ist eindeutig. Allein Ausländer, die über Flughäfen oder die Nord- oder Ostsee anlanden, könnten sich hiernach also noch auf Asyl berufen. Der Verfassungsrechtler Udo Di Fabio kommt in einem in Auftrag der CSU erstellten aktuellen Gutachten zur Asylsituation zu einem erschütternden Befund. Die Bundesregierung bricht mit ihrer Weigerung, die Landesgrenzen umfassend zu kontrollieren, eindeutig Verfassungsrecht. In seinem Gutachten heißt es, der Bund ist aus verfassungsrechtlichen Gründen verpflichtet, wirksame Kontrollen der Bundesgrenzen wieder aufzunehmen, wenn das gemeinsame europäische Grenzsicherungs- und Einwanderungssystem vorübergehend oder dauerhaft gestört ist. Herr Di Fabio prangert auch die expansive Interpretation des Asylrechts in der derzeitigen Lage an. Zitat: Das Grundgesetz garantiert nicht den Schutz aller Menschen weltweit durch faktische oder rechtliche Einreiseerlaubnis. Eine solche unbegrenzte Rechtspflicht besteht auch weder europarechtlich noch völkerrechtlich. Zitat Ende. Und dennoch wird uns weiterhin etwas von unserer angeblichen Pflicht erzählt, unkontrolliert und unbegrenzt sogenannte Flüchtlinge in unser Land zu lassen. Ein solches Verhalten kann man kaum mehr als irrationale Wallungen eines Hippie-Staates bezeichnen. Es erscheint beinahe schon als ein Putsch gegen unseren Rechtsstaat und unser Volk. Meine Freunde, wir erleben in Deutschland etwas, was ich mir bis vor kurzer Zeit nicht hätte vorstellen können. Mit Duldung der Altparteien findet gerade eine ungeordnete Massenzuwanderung unvorstellbaren Ausmaße statt, welche uns unsere eigene Identität berauben wird. Im Jahr 2015 sind wohl 1,5 Millionen Ausländer unter dem Deckmantel des Asylrechts nach Deutschland gekommen. Überwiegend junge, muslimische, unausgebildete Männer ohne jegliche Chance, auf unserem Arbeitsmarkt eine Anstellung zu erhalten. Selbst für den Fall ihrer Anerkennung. Gut 400.000 Menschen halten sich wohl unregistriert und vollkommen illegal in Deutschland auf. Und der Zustrom geht ungebremst weiter. Bereits jetzt beläuft sich die Zahl der Neuzuwanderer auf fast 2% der regulären Bevölkerung unseres Landes.
Dies führt zu gigantischen finanziellen Belastungen. Schon mit den viel zu niedrigen Prognosen von Anfang Oktober des vergangenen Jahres kam der Ökonom Matthias Lücke vom Institut für Wirtschaftswissenschaften Kiel auf jährliche Kosten von 45 Milliarden Euro pro Jahr. Die von den Altparteien gewollte Massenzuwanderung wird zum Ende unseres deutschen Sozialstaates führen. Das ist für die Leute da hinten übrigens schlecht. Doch die Massenzuwanderung hat auch jenseits der erschütternden finanziellen Folgen dramatische Auswirkungen für unsere deutsche Gesellschaft. 70% der Asylbewerber sind Männer, die größtenteils aus vollkommen kulturfernen Regionen stammen. Und wie kulturfern diese Regionen sind, das konnte man spätestens an Silvester erleben, als hunderte Frauen von nordafrikanisch-arabischen Männern angefallen wurden. Wie man wohl jetzt zugeben musste, waren dies häufig Asylanten, die jedoch angeblich Schutz vor Verfolgung suchen. Wenn man jedoch verfolgt ist und Schutz sucht, dann ist man seinen Helfern dankbar und vergreift sich nicht an den Frauen des Gastlandes. Seit jeher haben sich siegreiche Aggressoren und Eroberer an den Frauen und Kindern der Besiegten vergangen. Vergewaltigungen gehören bei vielen Kriegen in Afrika immer noch zur traurigen Tagesordnung. Das Ziel dabei ist nicht allein häufig, die Frauen furchtbar zu demütigen. Die Frauen sind meistens nur Opfer zum Zweck. Es geht hintergründig darum, die Männer, die Ehepartner, Väter und Brüder der vergewaltigten Frauen und Töchter zu demütigen. Es geht darum, ihnen zu zeigen, dass sie komplett besiegt sind. So total, dass sie nicht einmal mehr das Wichtigste, ihre eigenen Frauen und Töchter, vor diesen Gräueltaten schützen können. Das ist eine perverse Machtdemonstration der neuen Eindringlinge. Meine Freunde, wer sich an unseren Frauen und Mädchen sexuell vergeht, der ist kein Gast in unserem Land. Der ist auch kein schutzsuchender Flüchtling. Wer so etwas tut, der tritt als Eindringling auf. Und was macht angesichts eines solchen eklatanten Fehlverhaltens der Altparteien die sogenannte vierte Gewalt, die Medien? In wohl jedem anderen Land der Welt gäbe es angesichts solcher Zustände einen lautstarken medialen Aufschrei. So etwas ist von unseren zwangsfinanzierten Staatsmedien natürlich nicht zu erwarten. Aber dass sie unsere Bürger schlicht über die Fakten und den fortgesetzten Rechtsbruch informieren, das hätten wir erwarten können, wenn wir doch schon gezwungen sind, 8,5 Milliarden Euro pro Jahr dafür zu bezahlen. Auch die angeblich unabhängige und überparteiliche Presse, die vollkommen zu Recht unter ständig sinkenden Leserzahlen zu leiden hat, versagt überwiegend erbärmlich. Statt ihrer Neutralitätspflicht nachzukommen, ergötzen sich die Mehrzahl der Zeitungen in grünbesser menschlichen Weltrettungsfantasien oder gebären sich als märkische Hauspostillen. Schlimmer noch, wir erleben mittlerweile ein Es gibt ja noch andere Zeitungen, die Junge Freiheit. Schlimmer noch, wir erleben mittlerweile eine mediale Propaganda und Hetze gegen Bürger wie euch, die sich nicht dem linken Meinungsterror unterordnen, wie ich das seit 70 Jahren in Deutschland nicht mehr für möglich gehalten hätte. So, in dieser Zeit der politisch korrekten Unfreiheit hat die Alternative für Deutschland als einzige demokratische und bürgerliche Partei den Mut, gegen dieses antidemokratische Handeln aufzubegehren. Wir allein haben den Mut zur Wahrheit und den Mut zu Deutschland. Und deshalb sage ich, wir brauchen in Deutschland keine Merkelsche Willkommenskultur. Nein, wir brauchen schlicht eine Einhaltung des Grundgesetzes und des Asylrechts. Problematisch ist die Lage Syriens, aus dem angeblich fast ein Viertel der Asylforderer stammen und das sich seit 4 Jahren im Bürgerkrieg befindet. Verursacht wurde dieser Bürgerkrieg insbesondere durch die widerrechtliche Einmischung der Vereinigten Staaten von Amerika.
Vor allem die USA haben die sogenannten gemäßigten muslimischen Rebellen finanziert. Sie tragen somit neben Saudi-Arabien, aber auch der Türkei die Hauptschuld an den Einfall des barbarischen IS nach Syrien. Doch anstatt den Fehler einzusehen und die legitime Regierung Syriens im Kampf gegen die Mörderbanden des IS zu unterstützen, finanzieren die USA immer noch ihre CIA-Rebellen. Nur dem konsequenten Eingreifen Russlands ist es zu verdanken, dass dem Vormarsch des IS in Syrien sein Ende gesetzt wurde. Mit der bevorstehenden Eroberung Aleppos durch die Regierungstruppen und damit der Niederlage der CIA-Rebellen besteht nun zum ersten Mal die Hoffnung auf ein Ende dieses furchtbaren Krieges. Doch was macht unsere Regierung? Statt zu versuchen, in Kooperation mit Russland und der legitimen syrischen Regierung ein Ende des Krieges zu erreichen, zahlt sie lieber dem Vorzeigedemokraten Erdogan Schutzgeld, damit er die Grenzen schließt. Und noch schlimmer. Sie schickt unsere Soldaten in einen weiteren völkerrechtswidrigen Kriegseinsatz nach Syrien. Merkel muss weg! 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 Und der ganze Dreck! Merkel muss weg! Während es Polens Außenminister zu Recht ablehnt, polnische Soldaten in den Kampf nach, Zitat, Soldaten in den Kampf nach Syrien zu schicken, während hunderttausende Syrer unter den Linden ihren Kaffee trinken, Zitat Ende, sind die Altparteien bereit, das Blut deutscher Soldaten für die Interessen der USA, der Türkei und auch Frankreichs zu opfern, nämlich in Mali. Frau Merkel und ihre Regierungsmitglieder haben bei ihrem Amtsantritt geschworen, ihre Kraft dem Wohle des deutschen Volkes zu widmen, seinen Nutzen zu mehren, Schaden von ihm zu wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes zu wahren und zu verteidigen, ihre Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben zu werden. Und an diesen Amtseid muss sich Frau Merkel messen lassen. Und deshalb frage ich euch, hält sie sich an ihren Eid? Merkel muss weg! Merkel muss weg! Merkel muss weg! Merkel muss weg! Unser Vaterland ist nicht verhandelbar. Deutschland, unsere Heimat, ist kein Zufall der Geschichte. Es ist das Werk unserer Vorfahren, unserer Urgroßeltern, Großeltern und Eltern. Sie haben es nach Zeiten der Not mit großen persönlichen Entbehrungen, mit Blut und mit Schweiß aufgebaut. Und schließlich an uns weitergegeben. Mit Stolz können wir hierauf zurückschauen. Doch unsere Vorfahren haben uns auch die Verantwortung und die Pflicht gegeben, unser Land und unsere Identität an unsere Kinder und Enkelkinder weiterzugeben. Und auch deshalb haben wir uns heute hier versammelt, weil wir unsere Heimat, unsere Kultur und unser Vaterland lieben. Weil wir unsere deutsche Identität erhalten möchten und wollen, dass auch unsere Kinder und Enkelkinder in Zukunft noch Deutsch sprechen. Und deshalb möchte ich meine Rede mit zwei Zitaten von Björn Höcke schließen. Deutschland ist unsere Heimat, unser Land und unsere Nation. Kämpfen wir gemeinsam für eine deutsche Zukunft in der Mitte Europas. Bravo! Ja, vielen Dank, Christian, für deine super Rede. Wir werden jetzt einen kleinen Lauf veranstalten, weil wir ein bisschen kalt geworden sind. Also ich denke, ein bisschen Bewegung tut uns allen gut. Wir werden einen kleinen Rundgang machen von etwa, ich schätze mal, wenn alles gut läuft, und dafür wird die Polizei sicherlich sorgen, 15, maximal 20 Minuten. Treffen uns dann wieder hier zur Abschlusskundgebung, und da, wie gesagt, freue ich mich auf unsere beiden Highlights aus Hessen und aus Sachsen-Anhalt. Und ja, marschieren wir los. Es geht in diese Richtung und wir stellen uns jetzt einfach auf zum Umzug. Das ist doch besser, oder? Ja. Ja, wenn der gleich gesagt, wenn sie dem Ort fahren, dann...
Merkel muss weg! 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 Genau das Gleiche hat auch der Gysi gesagt. Nur zur Information. Wer Deutschland nicht liebt, soll Deutschland verlassen. Wer Deutschland nicht liebt, soll Deutschland verlassen. Wer Deutschland nicht liebt, soll Deutschland verlassen. Heimat, Freiheit, Freiheit!